Wir kamen gar nicht so richtig ins Spiel. Das hat sich dann mit dem 1:0 geändert und hatten wir die Chance zum 2:0. Dann den nächsten haben wir gleich zum 2:0 gemacht. Ärgerlich war dann das 2:1 kurz vor der Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit sind wir wieder dominant angefangen. Dann wurde der HSV ein bisschen stärker und dann haben wir das Tor gemacht. Ich würde sagen, heute der Schlüssel zum Erfolg war einfach zur richtigen Zeit immer die Tore gemacht und zu haben. Am Ende, klar, müssen wir auflösen, nutzen die Eiskalt aus noch zum 4:1. Von daher, sie waren einfach in der Gesamtheit einen Tick besser im Spiel drin als wir. Dann haben sie halt zur richtigen Zeit die richtigen Tore gemacht. Ich denke, ein Tor zu viel ist schon gefallen. Wenn wir Glück haben, machen wir noch den Ausgleich. Wenn wir clever sind, kriegen wir in der ersten Halbzeit ein Tor weniger. Also ich denke, das war über die weiteste Distanz ein Spiel auf das Messer schneide. Und am Ende, wie gesagt, dann in meinen Augen ein Tor zu hoch, aber verdient.